to left field and a backflip amidst the flashing lights. Hallo und herzlich willkommen, liebe Baseballfreunde, zu einem neuen Video MLB The Show 21 hier auf meinem Kanal. Wir kümmern uns heute um das Achievement Chopping Firewood. Chopping Firewood bringt uns 20 Gamerscore ein. Und was müssen wir dafür tun? Ihr seht schon, wir sind hier am Wurf und Ziel ist es, gegenüber dazu zu bringen, dass sein Schläger bricht. Und das habe ich jetzt im Exhibition-Modus gemacht. Was nicht funktioniert, ist der Multiplayer-Modus, also ihr könnt das Ganze nicht boosten mit irgendjemand anderen zusammen. Es gibt auch kein Paradebeispiel dafür, wie mache ich es richtig, wie mache ich es falsch. Ein kleiner Tipp von mir, was ich auch in den Foren gelesen habe, am sinnvollsten ist es, ihr seht schon, den Ball mit vollem Karacho wirklich so zu platzieren, links oder rechts unten in den Ecken. Das probiere ich jetzt hier auch in dem Fall. Kommt natürlich ganz darauf an, wie gegenüber steht, auf welcher Seite er eben schlägt. Und dann eben mit vollem Karacho links oder rechts unten ihn so tief wie möglich zu platzieren, sodass wir im Idealfall den Schläger des Gegners brechen sehen. Ich habe dafür einige Zeit gebraucht, aber es ist in der Community schon einigen gelungen. Es ist etwas, was ich mitnehmen kann. Was zwischendurch auch mal passieren wird, wenn ihr eben so ein bisschen hier an das Achievement eben, an dem Achievement eben arbeitet und es forciert, dass ihr eben es links oder rechts unten probiert. Und wie gesagt, ich würde das immer mit der A-Taste machen und vollem Karacho. Das ist das, was sich in den Foren so ein bisschen durchgesetzt hat, was am besten geklappt hat bei dieser Trophäe. Denn diese Trophäe mit 20 Gamerscore ist nicht schwer zu erreichen und ich denke mal, im Laufe des Spiels werdet auch ihr das locker hinbekommen. Ich habe das, wie gesagt, im Exhibition-Modus geschafft. Hier habt ihr gerade gesehen, da ist er gebrochen. Da ist es passiert und hier der Gamerscore. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einfach einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Keep gaming.